Hallo YouTube und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Heute soll es um das Thema Makrolinsen gehen, um die Funktionsweise, den Einsatzbereich und ein paar Beispielbilder dazu. Also, viel Spaß! Also, erstmal vielleicht ganz allgemein zu dem Bereich Makrolinsen. Ich kann jetzt nur Auskunft geben über den Bereich Systemkameras und den Bereich Kompaktkameras, weil wir die beiden Systeme halt unter Wasser einsetzen. Was bringt mir so eine Makrolinse? Eine Makrolinse, könnte man jetzt in erster Linie denken, vergrößert das Objekt. Das ist nur bedingt richtig. Und zwar benutze ich es zum Beispiel an meiner Systemkamera, an der Sony NEX 6 mit dem Micron-Gehäuse. Da habe ich das Problem, dass ich einen relativ weiten Abstand zum Objekt habe, um es scharf zu stellen. Das heißt, also ich habe eine Scharfstellgrenze von 20 cm. Und mit dieser Makrolinse, ich habe jetzt hier eine von H2O mit 5 Dioptrien, kann ich diese Nahstellgrenze deutlich verkürzen. Und das ist eigentlich der große Vorteil, wie ich finde. Bei der Kompaktkamera habe ich das Problem nicht. Da habe ich eine sehr kurze Scharfstellgrenze von ca. 1 cm. Allerdings, sobald ich den Zoom benutze, um Details größer darstellen zu können, verschiebt sich die Scharfstellgrenze auch hier deutlich nach hinten. Um dieses zu kompensieren, kommt wieder meine Makrolinse zum Einsatz. Hier nochmal bildlich dargestellt die Funktionsweise der Makrolinse. Das Bild 1 ohne Makrolinse, bei der kleinstmöglichen Brennweite der Systemkamera, in meinem Falle die Sony NEX 6 mit dem 16 bis 50 mm Objektiv. Die Scharfstellgrenze liegt aufgrund der Sensorgröße und der Brennweite bei 20 cm. Und ich komme nicht nah genug an das Objekt, um Details gut darstellen zu können. Auf dem Bild 2 sehen wir den Einsatz einer Makrolinse. Bitte hängt euch nicht an den Entfernungsangaben auf, diese habe ich willkürlich gewählt, um die Funktionsweise der Makrolinse zu verdeutlichen. Hier sieht man deutlich, dass ich Details deutlich besser darstellen kann, da ich deutlich näher an das Objekt herankomme. Sobald ich dann noch den Zoom betätige, geht der Scharfstellbereich natürlich noch weiter nach hinten. Und erst mit der Makrolinse ist es mir möglich, schöne Detailaufnahmen zu machen. Hier nochmal gezeigt die Scharfstellgrenze der Kompaktkamera. Hier habe ich erst das Problem, wenn ich den Zoom betätige, um Details besser darstellen zu können, da ich dann erst den Scharfstellbereich nach hinten verschiebe. Außerdem kenne ich kaum ein Tier unter Wasser, das mich bis auf 1 cm heranlässt, um ein gutes Makrobild machen zu können. Wenn ich jetzt allerdings den Zoom betätige und meine Makrolinse vorschraube, kann ich den gleichen Ausschnitt, den ich auf 1 cm machen könnte, jetzt deutlich weiter weg machen. Und das bringt mir dann doch wieder einen großen Vorteil unter Wasser. So, jetzt aber mal genug mit der Theorie. Jetzt zeige ich euch mal drei Bilder, die ich zum einen mit und ohne Makrolinse aufgenommen habe. Als erstes immer das Bild ohne Makrolinse und als zweites das Bild mit Makrolinse. Also, viel Spaß! Okay, nun habt ihr euch dazu entschieden, eine Makrolinse einzusetzen. Aber wie bringe ich meine Makrolinse jetzt an das Gehäuse? Welche Möglichkeiten gibt es? Und hat das eigentlich Auswirkungen auf meine Bildqualität? Die einfachste Möglichkeit ist die hier gezeigte, indem ich die Makrolinse einfach über das Gewinde am Untergewassergehäuse anbringe. Allerdings hat das zum Nachteil, dass ich den ganzen Tauchgang über nur Makro fotografieren kann. Oder, wenn ich die Linse abnehmen möchte, sie im Jacket verstauen muss,
was bedeuten kann, dass sie eventuell verkratzt. Das Wiederanbringen ist unter Wasser auch nicht ganz einfach und dauert relativ lange. Somit ist diese Variante zwar günstig, aber nicht die effektivste. Die beste Variante ist es, den passenden Schwenkadapter für das Unterwassergehäuse zu verwenden. Damit habe ich die Möglichkeit, die Makrolinse dann vor das Objektiv zu schwenken, wenn ich sie benötige. Und damit habe ich die maximale Flexibilität unter Wasser. Zum Transport und zum Schutz verwende ich die hier gezeigte Tasche, damit die Linse nicht zerkratzt. Außerdem reinige ich die Linse immer direkt nach dem Tauchgang, damit keine Wasserflecken sich bilden. Und damit kommen wir auch schon zum nächsten Punkt, der Bildqualität. Ja, die Bildqualität nimmt ab mit einer Makrolinse, so wie mit jeder Vorsatzlinse, die man vor ein Objektiv schraubt. Aber mal ehrlich, wenn man das Bild nicht gerade zum Bedrucken einer Wand verwenden möchte, ist das so marginal, dass ich als Hobbyfotograf gut damit leben kann. Kommen wir nun abschließend noch zum Fazit. Für mich gehört eine Makrolinse einfach dazu. Ich mag die Aufnahmen, die man damit machen kann und die Details, die man damit wiedergeben kann. Der Einsatzbereich ist sehr weit gestreut. Ob man Detailaufnahmen von einem großen Lebewesen machen möchte oder zum Beispiel eine sehr kleine Schnecke ablichten möchte. Ich bin einfach flexibel unter Wasser und kann mit meinem Standardobjektiv sehr viele Bereiche abdecken. Ja, ich werde nie perfekten Ergebnisse eines Makroobjektives erzielen, aber dafür bin ich für jede Gelegenheit unter Wasser gewappnet. Und solange ich keine Objektive unter Wasser wechseln kann, ist es für mich die beste Möglichkeit, viele Bereiche abzudenken, da ich ja nie weiß, was mir unter Wasser begegnet. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video die Entscheidung ein wenig leichter machen. Jetzt zum Schluss werde ich euch noch ein paar Bilder zeigen, die ich mit meiner Makrolinse auf Bali und in Kroatien geschossen habe. Sollte euch das Video gefallen haben, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal und ja, wenn ihr noch Fragen haben solltet, einfach in die Kommentare und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit den Bildern.